Hallo auch meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play hier bei Lego Batman vs. Superman. Nein, Spaß, natürlich hier bei Lego Batman 2 DC Super Heroes. Diesmal nicht mehr mit Batman und Robin, nee, ihr habt schon richtig gesehen. Diesmal mit Batman und Superman. Und jetzt müssen wir eigentlich direkt zu der nächsten Mission und das ist jetzt direkt hier ganz oben in der Lüfte, wie ihr sehen könnt. Und ich werde wahrscheinlich jetzt kurz gleich schneiden, weil das Ding ist, YouTube ist sehr empfindlich, was jetzt, ich sag mal, mit der Musik von Superman angeht. Also ihr wisst schon, dieses ganz alte. Deswegen kann es gleich sein, dass ich das wahrscheinlich rausschneiden muss. Aber keine Sorge, das Level startet ja eh so gleich. Oh, hier haben wir ein paar böse Jungs, die Two-Face-Schläger. Aber ich muss die leider enttäuschen, denn wir haben leider schon was vor. Okay, dann würde ich sagen, auf geht's. Bestätigten Berichten zufolge wurde lautes Knallen gehört und am Himmel in der Nähe ein seltsames Flugobjekt gesichtet. Waynes Sprecher Alfred Pennyworth sagte, es sei nur brennendes Laub gewesen. Aber alle Besucher von Wayne Manor wurden abgewiesen und die heute Abend geplante Veranstaltung zur Unterstützung des Zoos von Gotham City wurde abgesagt. In einer Stadt, die im Schraubstock des Verbrechens gefangen ist, haben sogar die Tiere keine Chance. Okay, wie es aussieht, ist es erstmal hier ein kleines Fluglevel. Na, warum nicht? Ja, ich spiele auch gerne mal mit Superman. Das Ding ist ja, wir sind ja auch unverwundbar. Das ist ja das Tollste daran. Ihr habt keine Chance, denn ich bin Superman. So, dann machen wir hier erstmal hier die Raketen kaputt. Ihr könnt so oft schießen, wie ihr wollt, aber ich sterbe nicht. Ich habe einfach den krassesten Hitzeblick. Na komm. Ach halt, Moment mal. Kann ich nicht das hier kaputt machen? Das Schiff ist schon wirklich ziemlich cool. Zumindest sieht das so cool aus. Aha, das erste Minikit. Vor allem, man hört einfach Jokers Lachen. Mann, wie stark lacht er denn überhaupt? Na komm, hey, hey, hey! Wir wollen es gerne versuchen. Aber ihr habt eh doch keine Chance. So, nur noch die zwei, dann haben wir es auch sogar. Jawohl.
Alles klar. Checkpoint. Och ne, na. Das ist auch jetzt gerade hier blöd. So, weißt du was? Aha. Was sagt ihr denn jetzt? So, erstmal hier speichern. Ja, was, Sir Alfred? Was gibt es hier zu meckern? Wie bringen wir überhaupt diese goldene Statuen, wenn ich die hier kaputt mache? Ah, okay, jetzt haben wir diese Kraftfelder ausgeschaltet. Oh, okay. Na halt, blauer Stein, nehme ich immer gerne mit. Ach, hier oben ist ja noch was. Gut zu wissen. Ah, halt! Ba, 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 ba. So, das nehme ich immer gerne mit, solche Steine. Ey, Batman, das konntest du auch hier schon längst machen. Superman muss auch nicht hier alles machen, mein Freund. Aber ich helfe immer noch gerne. Alles klar. Ich sehe schon, wir brauchen einen Elektroanzug. So, aber erstmal können wir auch ein paar Sachen da hier kaputt machen. Also hier sind schon wirklich sehr viele blaue und lilane Steine. Das muss man ja echt wirklich mal lassen. Oh, ein Minikit. Hey, ich will das Minikit haben. Zwei Minikits. Naja, das sind ja Bad Kids, nicht Minikits. Bad Kids, weil sie ja das Batman-Symbol haben. So, Batman, dein neuer Anzug? Elektroanzug. Und das kommt jetzt hier hin. Und jetzt können wir nach oben. Naja, eigentlich Batman, weil Superman kann ja einfach so fliegen, der Arme. Hä? Ach so, das ist Kryptonit. Ich seh's. Das ist Kryptonit, das müssen wir kaputt machen. Superman Schwäche. 1 von 3, okay. Ja, das Minikit bekomme ich nicht. Da brauche ich ja den Poweranzug. Ah, schön das Bat-Symbol machen. Nicht das Superman-Symbol? Also siehst du, Batman, wie freundlich eigentlich Superman ist? Oh Gott, aber das hier ist eine Menge Kryptonit. Obwohl. Ah nee, ich wollte schon sagen, Superman ist ja auch stark, weil ich hätte jetzt gesagt, vielleicht kriegen wir doch jetzt noch den Poweranzug. Nee. Kriegen wir nicht, weil ich weiß ganz genau, das macht Superman gleich. Schön alles bedecken. Kann ich das nicht hier kaputt machen? Nee. Okay. Hier sind aber wirklich eine Menge Metallkisten. Oh Gott, noch mehr Kryptonit. Komm, ich will wenigstens solche kaputt machen. Ey, was soll das? Ich hab's auch anders gewollt. So. Seht ihr, so löst man einfach schnell die Probleme.
Ja, wie kann ich das... Hä? What the fuck? Ich will es benutzen. Ah, das kann ich benutzen. Im Kreis kann ich schießen? Das Ding ist, ich kann leider nicht zielen. Nee, ich muss hier die Kisten kaputt machen. Das ist wirklich nicht so einfach. Komm, noch eine Kiste. Ey, es ist nur eine fucking Kiste. Jawohl. So, das machen wir erstmal hier alles zu, damit die hier nicht durchkommen. Aha, jetzt kommt ihr nicht raus. Pech gehabt. Na, werden wir noch hier wahrer Superheld? Bitte spiel, bitte, 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 bitte. Ach, nur ein blauer Stein. Ach komm, ich brauche es noch. Wenigstens war er super, weil wir haben... Wuhu! Jawohl, wir haben es geschafft. Gut. Okay, was ist das denn, eine Rakete? Scheint so. Okay, kann ich es jetzt machen? Ja. Okay, und ich meine, wir sind sogar auch gleich da. Null Problemo. Oh, der arme Batman, es tut mir wirklich wahnsinnig leid. Nix da. Kann ich einfach nach oben? Tatsächlich. So, Moment mal. Das sind aber wirklich eine Menge Münzen. Fledermausanzug. Und da vorne sind sie auch. Ah, da ist eine Geißel, aber dafür brauchen wir, glaube ich, Robin, weil dafür braucht man diesen Magnetenanzug. Schade. Nicht meine liebste Art zu reisen. Nun sei nicht eingeschnappt. Nicht cool.
gut. Es wird bald Tag und die Wähler strömen zu den Urnen. Also schlagen wir los. Okay, es hätten nicht alle Lichter aus sein müssen. Ja, und damit haben wir es geschafft. Level abgeschlossen. Oh, jetzt haben wir erst Superman freigeschaltet. Okay, interessant. Vor allem, wir haben erst bloß immer noch nur drei Figuren. Das ist irgendwie ein bisschen traurig. Und glaubt mir, Leute, die anderen Figuren, die schalten man, glaube ich, erst im freien Spielmodus frei, wenn man halt die Stadt erkundigt. Ich glaube, die anderen Superhelden schaltet man vielleicht noch ganz am Ende noch frei. Weil das würde dann auch mehr Sinn machen. Okay, meine lieben Freunde, ihr wisst aber natürlich, was das Ganze heißt, denn die Folge ist nun auch leider mal wieder mal vorbei. Ja, leider, leider. Wie es weitergeht, das erfahren wir auch erst wirklich nur in der nächsten Folge. Und wenn die Folge euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da oder schreibt doch wenigstens was Nettes in den Kommentaren, denn das würde mich natürlich super, super mega freuen. Ja, ich weiß, super, du bist klasse, du bist stark, du bist einfach wunderbar, ich weiß. So, ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal hier bei Lego Batman 2 DC Superheroes. Mach's gut, bis bald und haut rein. Tschüss.